gefragt? Haben Sie gesagt, bist du verliebt? In wen bist du verliebt? Nein, wahrscheinlich war sie es auch gar nicht, sonst hätte sie bestimmt mit mir drüber geredet. Noch Fragen an die Zeugin Schneider? Danke. Dann möchte ich mit diesem Nico Hartmann fortsetzen. Herr Hartmann, bitte. Frau Schneider, nehmen Sie bitte wieder neben der Staatsanwaltschaft Platz. Bleibt unvereidigt. Herr Hartmann, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Herr Hartmann, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. 55 erlaubt einem zu schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Hartmann, Ihr Vorname ist Nico, Sie sind 23, wohnen in Lindlar. Was sind Sie vom Beruf? Ich jobbe in der Küche in einem Restaurant. Mit den beiden Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Mhm. Sie haben bei der Polizei ja ausgesagt, dass die beiden Angeklagten am 11. März 2011 von etwa 20 Uhr bis 23 Uhr im Amarillo gewesen seien. Da waren wir auch noch zusammen gewesen. Sie seien jedoch aber nicht mehr mit ins Bootshaus gegangen, sondern nach Hause gegangen. Warum sind Sie so früh nach Hause? Weil das Bootshaus mir auf die Nerven gegangen ist, genauso wie so ein ganzer Abend mit Luisa es wäre. Und wie es bei Philipp und Maria der Fall war, war das wahrscheinlich ähnlich. Die waren nämlich um Viertel vor Uhr auch schon an meiner Tür. 0:43, das war mal wieder gewohnt präzise, Herr Hartmann. Dann möchte ich Ihnen jetzt auch mal einen präzisen Vorhalt machen. Vielleicht können Sie mir dazu etwas erläutern, wenn Sie gestatten, Frau Vorsitzende. Ich habe hier einen Screenshot, ein stehendes Foto aus dem Video. Und da ist mir was aufgefallen. Im Hintergrund sieht man nämlich 4 Flaschen. Alle angetrunken. Warum sind es denn 4 Flaschen, wenn nur 3 Personen da gewesen sein sollen? Das verstehe ich nicht. Und wissen Sie, was auch interessant ist? Hier sieht man 4. Hinterher am Tatort waren keine Flaschen mehr da. Die waren alle weg, Herr Hartmann. Ja und? Ich habe halt 2 Flaschen getrunken. Ach, hören Sie doch auf. Wie wollen Sie das gemacht haben? Haben Sie parallel getrunken oder was? Sie sind doch fast alle gleich gefüllt. Gucken Sie doch mal genau hin. Philipp, red doch endlich. Oder droht dir, Nico? Hey, ich habe weder jemanden gedroht noch jemanden umgebracht. Alles klar, dürfte das endlich mal einleuchten. Dankeschön. Herr Hartmann, wie war Ihr Verhältnis zu Luisa Schneider? Ich fand sie, sag ich mal, zum Kotzen. Und das lag daran, dass sie ein Miststück war, die jeden fertig gemacht hat. Also pass mal auf, wie du über meine Schwester redest. Ja, meine Schwester war total beliebt. Ja, die war so beliebt, in ihrem eigenen Utopia vielleicht. Also ich meine, die hat dauernd Scheiße geredet, mich bei Philipp schlecht gemacht. Und ja, das war so die Sache. Ich habe nicht in ihre Bonzenwelt gepasst, unter ihrem Niveau. Also bei Ihrem Vorstrafenregister wundert mich das nicht. Also mehrere Einbrüche, Diebstahl, mehr etliche Körperverletzungen und so weiter. Sie stehen auch noch aktuell unter Bewährung. Das war früher gewesen. Ja, aber aktuell unter Bewährung stehen Sie immer noch. Ja, ja, jedenfalls. Luisa hat Philipp die ganze Zeit verarscht und ich sehe es absolut nicht ein, als Freund meine Fresse zu halten. Absolut nicht. Worauf spielen Sie da genau an? Darauf, dass Luisa mit Philipp zusammen war, weil seine Eltern eine Menge Asche haben und er beliebt in der Schule war. Ey, wahrscheinlich warst du selber scharf auf Luisa, ja? Deine Schwester hättest du mir nackt auf den Bauch binden können. Das Einzige, was sich bei mir geregt hätte, wären meine Arme, um es rückgängig zu machen. Ja, ja, deswegen warst du auch immer so hinter ihr her, ne? Mhm. Ey, Luisa hatte Angst vor dir. Richtig krasse Angst. Ja, und das hat auch mehrmals ihr Hockeytrainer, der Hannes, bestätigt. Also hör auf, so einen Scheiß zu reden, Mann. Das werden wir Hannes Weiß selber fragen. Das ist übrigens auch der Bruder des Angeklagten. Er ist als nächster Zeuge vorgesehen, Frau Schneider. Noch Fragen an den Zeugen Hartmann. Kein Bedarf. Hannes Weiß, bitte. Herr Hartmann, Sie nehmen einstweilen da hinten Platz. Bleibt unvereidigt bislang. Herr Weiß? Herr Weiß, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Gern. Herr Weiß, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, und wenn man es nicht tut, macht man sie strafbar. Ihr Vorname ist Hannes, Sie sind 31 Jahre alt und wohnen in Lindlar. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Immobilienmakler und nebenbei Hockeytrainer. Als Bruder des Angeklagten, Philipp Weiß, haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das betrifft dann aber dann beide Angeklagten. Das heißt, Sie können auch sagen oder schweigen, das ist Ihre Entscheidung. Und schweigen kann man auch vorsorglich 55, immer dann, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage irgendeiner Straftat bezichtigen müsste. Das mal vorne vor. Wollen Sie aussagen? Ich will auf jeden Fall aussagen, weil Philipp ist auf jeden Fall unschuldig und Nico ist der Einzige, der irgendwas gegen Luisa hat. Sag mal, halt mal deine Schnauze, bist du behindert? Das ist ein Herr Hartmann, ich habe Sie auch angehört. Und jetzt höre ich diesen Zeugen an. Und danach werde ich sehen, wem ich es glauben kann. Herr Weiß, Sie haben ja bei der Polizei ausgesagt, dass Sie Streitigkeiten zwischen Luisa und Nico Hartmann mitbekommen hätten. Welche Streitigkeiten? Er hat Luisa immer total aufgelauert und hat ihr gedroht. Das habe ich im Oktober letzten Jahres ja selber mitbekommen, wie er sie angegangen ist. Das war nach einer Hockeytrainingseinheit, bin ich auf dem Weg zum Auto an denen vorbeigekommen, habe gesehen, wie er sich total bedrohlich vor ihr aufgebaut hat und als er mich dann gesehen hat, ist er sofort von ihr abgelassen, ist abgehauen und ja, Luisa sagte mir dann daraufhin, dass sowas wohl schon häufiger vorgekommen sei. Hat Luisa Ihnen gesagt, worum es dabei gegangen ist? Nein, leider nicht, aber jetzt im Endeffekt mache ich mir Vorwürfe, dass ich nicht irgendwie mehr nachgefragt habe oder irgendwas unternommen habe. Hannes, hör auf, du hast so viel für Luisa getan.
Ja, aber Emma, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Muss dir wirklich keine Vorwürfe machen. Ist die Dame Ihre Ehefrau, Herr Weiß? Ja, richtig, ja. Wir sind unterbrochen worden. Was hätten Sie alles getan für Luisa, Herr Weiß? Er hat alles für sie getan. Sie hat ihn angerufen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sie hat sich oft bei ihm ausgeweint. Einmal war es sogar so schlimm, dass er noch nachts zu ihr gefahren ist. Sie konnte mit Philipp einfach nicht drüber sprechen. Wieso hast du mir denn nichts erzählt? Ja, weil das ungefähr so weiß, wie ich Priester. Und was sieht's denn aus für dich? Was vermuten Sie denn jetzt, Herr Achtmann? Ich vermute, dass er sie richtig schön geknallt hat. Das vermute ich. Also, red doch keinen Scheiß. Langsam frage ich mich echt, warum Luisa so viel Angst vor dir hatte. Wie soll ich das denn deuten, ne? Ja, haben Sie Luisa mal bedroht? Ja, nein, habe ich nicht. Hören Sie, ich weiß nicht, was dieser Scheiß soll, dass ich hier langsam aufbrausche. Erstmal dachte ich, dass wir Kumpels wären. So, Luisa, nur mal um zu sagen, war ein absolutes Flittchen, wie es im Bilderbuch steht. Jedenfalls in eurer Beziehungswolke 7, nenne ich es mal, hat sie mit jedem rumgemacht. Wahrscheinlich auch noch mit deinem Bruder. Das würde ich mir nochmal durch den Schädel gehen lassen. Moment mal, das klingt ja so, als wüssten Sie mehr. Dann erzählen Sie uns doch mal, wie es wirklich war während der Beziehung. Hat sie ihn da betrogen? Ja, das liegt daran, dass ich vielleicht auch mal mit ihr was gehabt habe. Was? Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wann soll das gewesen sein, Herr Hartmann? Das war irgendwann im September 2010 auf einer Fete da von Marc. Du weißt schon, da wo dir kurz übel war und du nach Hause gegangen bist. Ey, Kumpel, ne? Wie du eben schon gesagt hast, toll, ey. Ey, der hat mich abgefüllt wie ein Weinfass. Ja. Und dann ist es praktisch normal, dass sowas passiert. Das war fast schon vorprogrammiert, will ich sagen. Also, so, aber Sie können sich trotz des Alkoholkonsums daran erinnern, dass Sie mit Luisa Schneider geschlafen haben. Können Sie mir jetzt mal erklären, warum Sie das erst jetzt auf den Tisch bringen, Herr Hartmann? Weil ich auf jeden Fall schon mal keinen Stress wollte mit dem Philipp. Das ist die eine Sache. Außerdem, wenn Luisa einen um den Finger wickelt, dann kommt man da schwer raus. Das kann man einfach nicht erklären. Außerdem war ich betrunken und ich weiß nicht mehr genau, wie es genau dazu gekommen ist. Jedenfalls bin ich in ihrem Bett aufgewacht. Und dann sagte sie zu mir, wenn ich sie und Philipp nicht in Ruhe lasse, dann würde sie Philipp sagen, dass ich mich an ihr vergriffen habe. Und glaub mir, das war abgekapert von ihr. Red doch nicht jetzt schon wieder so einen Stuss. Ist wahr, Mann. Ich weiß ganz genau, wie viel du verträgst. Ja? So viel kannst du gar nicht trinken. Philipp, jetzt hör doch mal auf, den Arsch die ganze Zeit zu verteidigen. Ja, du doch mal die Schnauze da vorne, ey. Bitte! Philipp, meinst du nicht, wir sollten. Sei still. Bitte. Aber Philipp, überleg doch mal. Ich meine, wir sitzen hier, nicht er. Und wenn wir jetzt nicht sagen, hängen die uns das an. Klingt so, als ob sie uns bislang was verschwiegen hätten, Marie. Ja, Nico war mit im Bootshaus. Was, ey, die ganze Scheiße war absolut eure Sache. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ey, ihr könnt mir da was zusammenreimen. Ja, aber du warst doch derjenige, der noch mal zurück zum Bootshaus gegangen ist. Marie, Sie sollten jetzt wirklich eine Aussage machen, bitte. Sie müssen uns sagen, was Sie wissen. Sonst kann ich Ihnen auch nicht helfen. Ja, okay. Ja, okay. Noch Fragen an den Zeugen Weiß derzeit? Nein, danke. Marie, dann kommen Sie mal nach vorne. Ich möchte Sie nämlich gerne ein bisschen weiter weg von Philipp vernehmen. Sie nehmen bitte an der Seite Platz, der Zeuge bleibt unvereidigt. Marie. Ja. Ich möchte jetzt eines hier hören, was wirklich im Bootshaus geschehen ist. Ja, also wir waren alle schon ziemlich angetrunken und irgendwann hat Luisa angefangen, uns allen zu sagen, wie scheiße sie uns findet. Und Philipp war auch echt sauer. Und deswegen sollte die Luisa sich als Pflichtaufgabe dann in die Tonne setzen. Und als sie dann in der Tonne saß, ja, musste Nico mal. Und deswegen ist er rausgegangen und ist auch nicht auf dem Video zu sehen. Ich habe mit der Scheiße auch gar nichts zu tun, ey. Es war eure Sache. Ihr seid irgendwann panisch angekommen. Oh, wir müssen weg. Voll paranoid, ey. Warum sind Sie panisch weggelaufen, wenn doch alles relativ harmlos war, ein kleines Spiel? Weil Luisa auf einmal nichts mehr gesagt hat. Die ganze Zeit hat sie uns aus der Tonne angeschrien, dass wir aufhören sollen und auf einmal war sie still. Wo sind Sie drei von diesem Bootshaus aus hingegangen? Wir wollten einfach nur nach Hause. Wir sind gerannt und dann im Wald bin ich dann über eine Wurzel gestolpert und dabei ist mir wahrscheinlich auch das Handy aus der Tasche gefallen. Und als wir dann am Waldausgang waren, sind wir alle in verschiedene Richtungen und jeder zu sich nach Hause. Das heißt, es stimmt nicht, dass Sie um 0.45 Uhr alle bei Nico Hartmann waren. Ja, nee, das stimmt nicht, aber wir waren später noch bei Nico. Gegen 1.30 Uhr haben Nico und Philipp mich angerufen, also auf dem Festnetz. Zum Glück war meine Mama nicht da, weil die Nachtschicht hatte. Und dann meinten die, dass ich ganz schnell kommen sollte und dann bin ich sofort zum Nico. Was wollten die beiden von Ihnen? Sie wollten das Handyvideo löschen, weil falls die Luisa dann zur Polizei gegangen wäre, wäre das scheiße gewesen. Und als ich dann gesagt habe, dass ich das Handy halt nicht mehr habe, dass ich es verloren habe, ist Nico ausgerastet. Und deswegen wollte er auch nochmal zurück zum Bootshaus, angeblich um mein Handy zu suchen. Aber vielleicht hat er dann doch. Was war angeblich? Was soll ich denn für einen Grund gehabt haben, hier was zu tun? Erstmal Tacheles. Du bist doch diejenige, die fertig gemacht wurde von hier jahrelang. Erinnern wir uns ein bisschen, ne?
Boah, Nico, jetzt echt? Hast du echt Luisa umgebracht? Sag mal, hast du eigentlich nur alle am Zaun, Alter? Ey, ihr filmt da die ganze Scheiße, macht da rum und ich muss da alles aufräumen. Die ganzen Bierflaschen muss ich da wegräumen. Und ich gerade derjenige, der nichts gemacht hat. Ja, wirklich, ey, wer dann auch nur den Knast eingekerkert hat. Ey, das kann ich gar nicht glauben. Das ist wirklich reizend, wirklich toll. Wirklich. Wann, und zwar konkret, sind Sie wieder im Bootshaus gewesen, Herr Hartmann?